Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe ihr auch. Hallo ihr Tintenspritzer da draußen. Ja, richtig geraten. Heute gibt's neue Marken zu Splatoon. In den beliebten Splatfest wurde schon so mancher Freundezank geklärt. Wie zum Beispiel der wohl bekannteste Katzen gegen Hunde. Aha, jetzt soll man wählen, was man halt lieber hat. Ich bin ganz ehrlich, ich bin gegen beides allergisch, deswegen ist es eigentlich egal, was ich nehme. Oha, na mit den Katzen, mit Katzen muss man immerhin nicht Gassi gehen. Was gibt's noch für Rivalitäten? Aha, Zombies gegen Gespenster. eigentlich müsste ich ja Zombies nehmen, gell? Komm, ich nehme Zombies. Tja, Zombies sind schon Dufte. Bis auf, na, ihren Duftwirk. Ach so, und da gäbe es natürlich noch Macho gegen Putzig. Wie bitte? Naja, na gut, den hatte ich erfunden. Werde nicht gleich so kleinkariert. Menno. Aber das wichtigste Duell war 2016 natürlich. Aioli gegen Limone. Ein hitziges Gefecht, das Team Limone schließlich für sich entscheiden konnte. Das lag aber auch eher daran, weil Limones Lied besser war, irgendwie, keine Ahnung. Also, dass die Leute halt nach dem Lied favorisiert haben. Wir haben auch tolle Schriftrollenmarken. Auch Inkling-Anatomie gibt es. Was? Die haben gar keine Knochen. Ja, das sind so die Bilder von den Schriftrollen. Falls jetzt jemand angucken möchte, ich habe ja auch Splatoon Story Modus Let's Played. Kann ich ja dann mal hier noch mit reinpacken als Infokarte. Dankesmarken-Set Set Nummer 8. Ofenfrisch und jetzt zu haben. Ja, eine Marke, jedes Mal, wenn du 1 € ausgegeben hast. Die sind bis zum 30.09. um 4 Uhr erhältlich. Ja. Oh, der Chef ist wieder da. Endlich, das war ja beim letzten Mal so verbuggt. Bei Marke 4 knallt die Power durch, sag. Hurra! Also, weil das eine Chefmarke ist. Das habt ihr das gesehen. Hier geht es mal. Was, hier gibt es erstmal ein Schmackerl zum Loslegen. Und nach dem Wochenende gibt es sogar noch mehr, falls Bedarf besteht. Dann mal viel Spaß beim Markenjagen. Weidmanns Heil und Hal. Was? Halali und so? Was? Sagt mir gerade gar nichts, Halali. Ach ja. Mein PC ist natürlich wieder hier am rumrotieren, einfach weil es so warm ist momentan. Ich habe immer das Fenster zu, wenn es hier zum Aufnehmen geht, aber normalerweise ist der PC ruhig dabei. Der macht übrigens überhaupt gerade gar nichts. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Wir auf jeden Fall mal gucken, was wir hier für neue Marken haben. Ich finde übrigens, achso, ja, Splatoon, klar. Aber, ja, ist natürlich die Frage, okay. Warte mal. Man geht hier rein, klar. Dass man halt hier durchdrückt, um die runterzuwerfen. Man könnte es auch gleich runterwerfen. Dann ist das hier offen, geht hier runter. Und wird dabei der Pfeiler nach oben gehoben, oder was? Also müsste man ja wirklich 1, 2, 3, 4, wenn alles klappt. Also 4 Runden. Eieiei. Extrem. Ja, sowas kennen wir auch schon. Dass halt hier mit Bomben nach und nach die Teile nach rechts gehoben werden müssen. Und das ist, ich habe das schon von anderen schon Videos gesehen, das ist schwer. Also selbst mit 5 Runden kann man hier Pech haben, dass man nichts bekommt. Aber was rede ich? Ich habe ja gestern 5 Runden gehabt und habe einen leichten Kran versemmelt. Also mehr oder weniger leicht. Ich bin ganz ehrlich, diese komischen viereckigen Splatfest-Marken interessieren mich eigentlich überhaupt nicht, bin ich ganz ehrlich. Und hier ist natürlich wieder die Frage, ob es Sinn macht, irgendwo zwischen reinzugreifen, dass halt die anderen mit runterfallen. Aber ich glaube eher nicht. Nicht bei solchen eckigen Marken. Das haben wir ja schon bei... Na, sag schnell, das haben wir schon bei Star Fox gesehen gehabt, genau. Das könnte man vielleicht spielen, dass man halt hier halt, ja, versucht halt mit einem Griff die Magen zu lockern und nach alles runterwackeln lässt. Ist natürlich die Frage, ob sich alles lockert mit einem Griff. Und hier haben wir neue alte Mario Maker. Oder halt Super Mario World. doch, Super Mario World ist es, genau. Ja, immer unsere alten. Das haben wir ja auch schon mal gespielt gehabt. Und die Blöcke sind ja in verschiedenen Krähen, genau. Ja, hier haben wir unsere typischen
Magen die halt entweder, es kann sein, dass die eine oder andere hier runterfällt. Aber haben wir ja auch schon alles komplett. Ui, da ist der Wump. Ja, der Kran, der bringt Erinnerungen. Weil den Kran hatte ich mal in einem Training und habe dann das Training versemmelt, weil ich halt leider auf Nein gedrückt habe anstatt auf Ja. Aber ich bin froh, dass die hier wieder wiederholt werden, weil, ja, wer mag ihn nicht, den Hase Bobby als Mario Maker Figur? Und hier wird Animal Crossing noch wiederholt, oder, nee, das sind neue Marken, oder? Das sind noch neue Marken. Ist immer wieder lustig, wenn halt eine Serie nicht erwähnt wird, obwohl sie neu dazukommt. Fast wäre der hier schon runtergefallen. Hier ist natürlich auch wieder so typisch, dass man die Marken einzeln greifen könnte. Dass man zumindest vielleicht so hingeht, dass man hier das Stinktier, würde es glaube ich sein, runterwirft, dass man Melinda dann greift, wobei man natürlich fragen muss, ob die hier drüber kommt. Und wenn sie hier drüber kommt, ob sie dann hier den Samselt, heißt der glaube ich, der ist einer der wenigen Animal Crossing Figuren, wo ich den Namen mir noch merken kann. Hoffe ich doch, dass er richtig Samselt. Dr. Samselt, der einem Emotions beibringt, dass er halt dann da drüber kommt, ja. Ja, ist natürlich die Frage. Okay, der Kran ist so ein bisschen aufgebaut wie der Kran von Zelda A Link Between Worlds. Wobei natürlich hier wieder unterschiedlich ist, sind hier nur drei. Heißt, man müsste irgendwie... Wie macht man das? Greift man hier den Hasen und wenn man dann hier so reingreift, dass dann erst KK runterfällt und dann die Kat halt mit der... mit Melinda. Wobei natürlich die Frage ist, wenn man jetzt hier so reingreift, ob dieser, ich denke mal, dass ein Bär ist, dass der hier richtig komplett runterfällt, ist natürlich die andere Frage. Oder ob er hier zwischendrin dann sitzt, dass man hier dann quasi nochmal so reingreift. Ist natürlich eine sehr gute Frage. Und hier haben wir wieder Zelda Triforce Heroes. Das haben wir komplett. Das haben wir komplett. Und das haben wir nicht komplett. Das haben wir noch nie gespielt. Wobei hier natürlich auch die Frage ist, wo man hier am besten reingreift. Man muss ja zumindest gucken, dass man hier das Totem wegbekommt. Gleichzeitig, dass man hier den, Gott, wie hieß denn der nochmal, Schnöselschick? Nee, oder? Kommandant Schnöselschick oder sowas, keine Ahnung. Dass man halt hier dann das Triforce Hero Logo rauszieht, damit man halt hier die Marken lockert, dass sie nach rechts rutschen können. Aber ist natürlich die Frage, ist auf jeden Fall sehr viel, was hier wiederholt wird, muss ich dazu sagen. Ui, das Ding bewegt sich ja fast schon von alleine auf. Das wäre natürlich doppelt interessant, wenn das halt schon offen wäre, dass man dann halt quasi hier reingreift, dass man mit zwei Runden dann schon hier die Marke bekommt und irgendwann mit einer dritten Runde. Aber das ist halt, glaube ich, jetzt nur... Ja, ich glaube nicht, dass man hier durch Links- und Rechtsbewegung das dafür sorgen kann, dass das hier sich öffnet. Ich glaube nicht. Oder? Kommt mir das nur so vor, bewegt sich das Ding leicht. Das wär's ja jetzt. Ah nee, doch, das wackelt, aber es geht immer hin und her. Na, schade. Es wäre schon lustig gewesen, wenn man halt quasi so ein leichtes Gewicht rechts hätte, dass es langsam wieder nach unten bewegt. Wobei... Und mein PC radelt und radelt und rodelt. Naja, nicht so wild. Hoffentlich hört man es nicht so laut. Nicht so laut wie ich hier. Wobei, er macht eigentlich nichts. Ich habe nichts offen. So, ja. Aber was spielen wir? Ist natürlich auch die Frage. Ja, das sind natürlich wiederholten Splatoon. Spezial-Splatoon-Marken. Ich glaube, ich werde den einen Stabkran da spielen. Den hier. Dass ich dann halt gucke, wie weit sich die Marken lockern. Und dass ich dann halt beim Training vielleicht noch eine Gratis-Runde bekomme. Und dann halt den Kran hier komplettiere. Ich hoffe es zumindest. Am liebsten würde ich ja eigentlich einen von den Mario-Kran hier spielen. Oder sollte ich vielleicht doch hier lieber was spielen? Wobei natürlich hier die Frage ist, wo ich gegenschlage. Also ich denke mal, dass man hier gegen den Wump schlägt. Dass er zumindest halt nach rechts fliegt. Und dann muss man natürlich gucken. Ich würde dann auch ganz nach links gehen, dass hier die Wolken runterfallen. Aber das Problem wird vermutlich sein, dass dann halt der Kran sonst wohin schlägt. Das ist halt auch das Problem. Oder ich könnte einen von denen hier spielen. Dass ich zumindest mal gucke, dass ich hier vielleicht die zwei Marken hier bekomme, die vermutlich die schwierigsten sind. Und hier dieser One-Up, hier gibt es ja auch in verschiedenen Kränen, noch auch von Super Mario Bros. Generell. Und ich glaube, insgesamt dreimal gibt es den mit dem hier zusammen.
Und wenn man den hier bekommt, dann muss man ihn beim anderen Kran holen, wobei es eigentlich schon fast auch egal wäre, weil ich glaube, der ist in jedem Kran einfach zu holen. Natürlich die Frage, wie mache ich das jetzt hier? Soll ich gleich gucken, dass ich hier vielleicht diesen Fragezeichenblock bekomme oder soll ich ganz nach links gehen, dass ich hier den, ja, den Macho-Bobby greife? Würde ich ja fast schon lieber machen. Problem ist nur, wenn ich jetzt ganz nach links gehe und hier genau in die Wand komme, dann würde er vermutlich hier an dem Block hängen bleiben und vielleicht sogar so gegen die Wand gestoßen werden, dass er dann vorher aufhört. Aber tja, ist natürlich die Frage, soll ich das tun, soll ich das riskieren? Wisst ihr was, ich riskiere es einfach. Was bleibt anders übrig? Vielleicht fliegt der Block ja schon vorher runter. Oder der Macho fliegt vorher um, aber ich war auf jeden Fall eh früher. Wobei doch, vielleicht. Komm, wenn er den hätte, dann wäre es zumindest ein Vorteil, weil das ist ja doch schon eine relativ schwierige Marke. Na komm, wirf irgendwas runter. Eieiei, sehr schön, sehr schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, ich werde mit Links- und Rechtsbewegungen arbeiten, denke ich mal hier. Also bis gleich. Wow, umso besser. So, das hat doch wunderbar geklappt. Also ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass der Block noch mit runterfällt, aber ja, umso besser. Wir haben so gesehen den Kran hier mit, oder eher gesagt ich, den Kran mit einer Runde komplettiert. Aber ich habe hier wieder 25 Minuten links und rechts bewegen müssen, bis Bobby endlich runtergerutscht ist. Ich werde es ja vermutlich auch nur wieder bis zum Schluss zeigen, weil es sonst wieder zu lange wäre, selbst für einen Zeitraffer. Bobby ist halt hier, als der Block oben drauf lag, ist er ganz, ganz langsam mit dem Fuß, so ganz langsam immer wieder ein bisschen nach vorne gerutscht. Und ganz, ganz, immer so ein schönes Stückchen. Und ich habe schon gedacht, er will gar nicht mal runterrutschen, weil er halt so quasi mit seinem Fuß blockt. Aber dass dann halt der Block mit runtergefallen ist, doppelt gut. Weil ich hatte erst überlegt gehabt, ob ich den überhaupt greifen muss wegen den Flügeln, ob die wichtig sind. Aber diese Flügel gibt es nur in diesem Kran. Das sind halt extra die NES-Flügel. Und ich hatte die vorher mit den anderen Flügeln verwechselt, die es bei Super Mario World Mario Maker gab. Aber ja, ist natürlich jetzt die Frage, was machen wir mit dem anderen Versuch? Ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich könnte natürlich hier auch einmal versuchen, den anderen Bobby zu greifen, aber ich glaube, das wird eher nichts. Ich glaube, ich habe schon mal beim Training versucht zu spielen, den Kran hier. Und ja, als ich dann versucht habe, den großen hier zu greifen, ist er mir weggerutscht. Wobei es auch fraglich ist, ob es überhaupt Sinn macht, dass ich den überhaupt spiele, weil, ja, wisst ihr, eine Runde, ob sich das lohnt. Weil es wird ja vermutlich schwierig, ich denke mal irgendwie, dass wir mir hier den Bobby hier greifen könnten, dass dann halt der hier vielleicht so umfällt, dass er halt dann von der Wand weg ist, aber das ist natürlich dann auch nur Theorie. Ja, eine Runde, was mache ich damit? Und wir haben noch Training vor uns, darf ich auch nicht vergessen. Nun, eine sehr gute Frage ist es jetzt. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wäre natürlich doppelt gut, wenn man hier sagen könnte, gut, man schafft es hier jetzt, dass sich das Ding hier wegbewegt, dass man dann hingeht und ja, man dann halt hier durchdrücken kann mit zwei Runden. Aber insgesamt brauchen wir ja eh drei Runden, aber ja. Wobei, ich könnte mal kurz ausprobieren, also bis gleich. Nee, da tut sich nichts, das war Wunschdenken und ich habe übrigens gesehen, wir haben ja schon einmal hier die eine Marke ja geholt, hätte mir eigentlich auch auffallen müssen, weil die Marke habe ich auch aus dem Home-Menü drin kleben, als Option. Und ja, heißt, wir müssen noch weiter gucken, was wir denn gerade nicht spielen. Ich könnte natürlich hier hingehen und vielleicht wirklich mal gucken, dass wenn ich hier den Block greife, ob er halt alle anderen mit rüber schiebt. Ist natürlich die Frage, ob er den Block auch lange in der Hand hält. Ansonsten würde mir vielleicht nicht unbedingt was einfallen. Hier, das bewegt sich sogar ein bisschen, habe ich gerade festgestellt. Hier ist natürlich auch die Frage, ob es vielleicht Sinn macht, ganz nach links zu gehen, dass halt der Kran, weil er wegen der Höhe, ich dann hier quasi hier drüber geht und dann halt die Kugel nach rechts schiebt, während er halt versucht zurückzukommen. Man weiß ja, dass er dann immer mehr Kraft aufbaut. Ist natürlich die Frage, ob er dann einfach nach oben rutscht. Aber selbst dann ist natürlich auch die Frage, ach, ihr kennt das ja mit dem einen Versuch. Ach Mann, ey. Ich könnte natürlich auch hier versuchen, aber... Ja toll, jetzt bin ich hier wieder in der Bredouille, dass ich nicht weiß, was ich spielen soll. Ich meine, den großen kriege ich ja hier noch nicht weg, selbst wenn ich hier reingreifen würde, dass er halt eher hier runterrutscht. Da würde man eher den Donut-Block bekommen, aber er würde hier dann ganz komisch liegen bleiben. Das macht, glaube ich, nicht viel Sinn.
Wisst ihr was? Ich spiele einfach den Kran hier und guck mal, dass ich hier die Marken möglichst lockern kann. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, dass ich halt beim Training da noch eine Runde bekomme, dass ich hier was runterbewegen kann. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Aber wir haben heute zumindest mal einen Kran komplettiert, bevor ich hier noch weiter quatsche. Durch die Frage, wie greife ich am besten rein? Im Licht würde ich hier irgendwie so reindrücken, dass dann halt gleichzeitig der Stabkran hier irgendwo dran vorbeirutscht und das hier noch mitlockert. Weil wenn das hier fest bleibt, dann hat man ein Problem, dass dann halt die Wippe nach oben geht und die anderen Marken alle lockert. Hier ist natürlich die Frage, ob es am Ende wirklich klappt. Probieren wir es einfach mal aus. So. Ja, okay, alles ist gelockert. Jetzt muss ich gucken, dass ich beim Training halt eine Runde bekomme, damit ich das hier vielleicht sogar komplettieren kann. Mal gucken. Immerhin eine Marke und wir haben ja auch jetzt endlich bei Hase Bobby Marken. Ja, Bobby lädt ein bisschen länger. Hier ist das System nicht ausschalten und warten. Ja, ich warte schon hier die ganze Zeit. Bitte, bitte. Da haben wir sie doch. Ja, und auch die ganzen anderen Teile hier, die ich gar nicht mal in Betracht gezogen habe. Na komm. Ein Stern und zwei kleine Hase-Bobbys. So. Dann, ja, dann gucken wir mal, dass wir im Training was machen. Ich bin ja eigentlich schon fast so vom Gedanken her, dass ich fertig bin. Nein, wir machen unser Training-Bobby. Aber dabei, ja, mal kurz gucken. Ja, war klar, dass der sich noch kurz hier nach oben geschoben hat, weil, ja, wisst ihr ja, die Grenze vom Kran hier schiebt die Mangel ja nach oben. Ich habe auch schon gesehen, dass wenn Wippen irgendwie unterhalb dieser Grenze sind, dass die abbrechen, also dass sie halt quasi links oder rechts gedrückt werden und dann einfach runterfallen, quasi aus der Verankerung gerissen werden. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir haben 4. Das heißt, wir brauchen 6. Hier ist heute Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, ist natürlich eine gute Frage. Am liebsten würde ich ja wirklich so ausprobieren. Okay, also im Prinzip ist alles locker. Okay. Dann, also halt bis auf die Marke hier. Das ist der Mietsrichter. Aber ich gehe irgendwie davon aus, dass wenn ich jetzt nach links gehe, dass der Mietsrichter runterfällt und hier die Marke so umfällt, dass die halt die Marke hier nach rechts drückt. Und dann muss man halt gucken, dass man halt irgendwie die Kugel nach rechts bekommt, weil das Gewicht würde dann ganz nach links hängen. Deswegen gehe ich einfach mal wirklich ganz nach links und gucke, was passiert. Ich hoffe, dass halt der Kran halt die Kugel ein bisschen nach rechts schiebt. Falls nicht, dann ja, ist es nur so eine Sache, weil es sind ja genau 6 Marken und die brauchen wir alle. Also, dass wir halt hier den Kran komplettieren. Hoffen wir es einfach mal, dass das so klappt, wie ich mir vorstelle. Na, okay, eine Marke haben wir zumindest mal unten. Komm, schieb ein bisschen rechts. Na, komm. Okay. Also wenn ich jetzt links- und rechtsbewegungen machen könnte, dann wäre das natürlich doppelt gut. Aber ich denke mal, dass ich jetzt einfach mal hier reingreife, dass dann die Marke hier, durch dass er halt hier nach gegen drückt, so nach rechts geschoben wird und die halt auch noch ein bisschen nach rechts, hoffentlich. Und dass vielleicht hier die dadurch rausgezogen wird und dann halt die Kugel nach rechts rollt, aber ich glaube, das ist eher Wunschdenken. Probieren wir es einfach mal aus, hoffentlich. Na, die Kugel ist ein bisschen zurückgerutscht. Na, also wie die jetzt da liegt, ist auch schon krass. Ist schwierig, ist wirklich schwierig. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Kugel trotzdem nochmal rüberschieben sollte. Weil die würde jetzt nach unten gehen, wenn ich dann hier eine von diesen anderen Marken runterwerfe. Sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, wenn ich hier Links-Rechts-Bewegung machen könnte. Aber dann würde es auch nicht gleich sehr viel Sinn machen, weil die würde dann runterfallen und die würde sich dann nach unten bewegen. Bin am überlegen, soll ich nochmal ganz nach links gehen? Vielleicht drückt er halt die Kugel nach unten, dass halt die nach rechts gerutscht wird. Hoffen wir es einfach mal. Na? Ja, so ungefähr. Aber ob das jetzt viel Sinn gemacht hat, weiß ich nicht. Ach ja. Nee, das ist kein schöner Kran. Vielleicht kriegen wir ja einen Bonus, aber ich sollte eigentlich eher nicht auf einen Bonus hoffen. Natürlich die Frage, wie machen wir das jetzt? Ich könnte ja mal... Nee, das ist blockiert. Ich hatte überlegt, dass ich hier vielleicht einfach nur da unten drücke, dass dann halt die Kugel da rechts holt, aber dadurch, dass die Marke hier noch liegt, würde ich vermutlich nichts. Ich versuche mal hier so reinzugreifen, dass ich dann vielleicht hier so ein bisschen nach unten drücke und vielleicht die Marke hier sich mit bewegt. Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich hier so reingreife, dass ich die bekomme. Aber irgendwas muss ich ausprobieren. Ich meine, ich habe jetzt noch eine
Zwei Runden. Wenn ich hier einmal die hier greife, dann habe ich vermutlich keine Chance mehr, was anderes zu machen. Deswegen muss ich wohl auf Risiko gehen. Deswegen gucke ich mal, dass ich in die Mitte komme. Na, das wird nichts. Rutscht bestimmt an der Kugel ab. Na, das wär's ja jetzt. Hat er die? Hat er die? Komm, das wär's ja. Na, Kugel, roll, 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 roll. Und die bleibt stehen. Verdammt. Och, Menno. Das war aber gut, muss ich sagen. Ja, jetzt muss ich halt gucken. Ich glaube, am besten gehe ich hier hin, dass ich die Kugel hier nach rechts schiebe, dass sie halt rollt. Ich denke mal schon, dass sie sich bewegt. Ich hoffe nicht, dass der Kran halt runter geht, dass er dann die Kugel dann nach links bewegen lässt. Ich hoffe es halt echt. Weil von der anderen Seite würde es, glaube ich, keinen Sinn mehr machen. Na komm, schieb. Ja, komm. Sehr schön, okay. Wir haben zumindest unsere Gratisrunde. Oh ja, das wird eine lange Folge heute. Ich meine, ich bin ja froh, dass ich auf den Zeitraffer verzichte, aber allein dass ich hier jetzt noch 7 Minuten rumgemacht habe und noch dazu kommt, dass ich jetzt noch ein paar Links- und Rechtsbewegungen mache. Ja, wir hatten keinen Bonus, es war auf jeden Fall sehr gut, dass wir das so gemacht haben. Und fertig! So. Ja, dann gucke ich mal, dass ich vielleicht den Kran noch komplettieren kann. Ich bin mal gespannt, ob sich die Marken wirklich bis nach unten bewegen. Hoffentlich. Falls nicht, habe ich ein Problem. Weil gerade bei solchen eckigen Marken kann es sein, dass er irgendwo unsichtbar in so einer Ecke hängen bleiben. So. Na, Bobby. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich die Marke hier, so wie ich sie gegriffen habe, also die hier, dass sie sie auch festgehalten hat. Also normalerweise rutscht er aber sowas gerne mal ab. So, wo haben wir sie denn? Ja, da rutscht die eine schon mal runter. Okay, und die anderen rutschen auch schon ein bisschen nach, ohne dass ich was mache. Na? Aber ja, ich denke mal, dass ich hier einfach mal ein paar Links- und Rechtsbewegungen mache und dann sehen wir uns gleich wieder. Wobei, bewegt es noch ein bisschen? Oder sehe ich es gerade nur so? Na, wartet mal. Dass die hier zumindest runterfällt, dass man es sieht. Ja gut, also bis gleich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Also dieser Kran hier ist wirklich atemberaubend. Also wirklich wortwörtlich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin hier schon seit über 20 Minuten dran. Zwischenzeitlich ist die Marke hier oben hängen geblieben. Die anderen Marken bleiben hier ständig an der unteren Kante hängen. Und die sind vermutlich jetzt auch nur rüber gesprungen, weil immer eine andere Marke dagegen gedrückt hat. Und weil jetzt die hier alleine bleibt, sieht man leider, dass die halt vermutlich nicht mehr runterfällt. Heißt, wir werden dann die letzte Runde hier verwenden. Und ich muss mal gucken, wie ich es am besten mache. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Also entweder, es gibt sogar drei Möglichkeiten. Also entweder ich drücke hier dagegen, dass er halt sich quasi überwippt. Dann drücke ich hier dagegen, dass er quasi hier so runtergeschoben wird, während der Stab halt nach unten geht. Oder ich drücke halt hier dagegen, dass er halt hier nach oben springt und dann runter geht. Wichtig ist halt wirklich, dass er über diese Kante drüber fliegt, damit es halt auch runterfällt. Ich glaube, ich benutze die Variante hier. Das ist zwar die schwierigste, aber für mich auch gleichzeitig die sicherste. Hoffen wir mal, dass es klappt, weil wenn nicht, dann, ja, war das ganz umsonst. Na, bin ich mal gespannt. Na, es dürfte eigentlich passen. Na komm, fahr runter. Sehr schön, alles klar. Dann hat der Tag wenigstens gelohnt. 2 komplette Sets in 3 Runden. Ja, in 3 Runden. Das ist doch, ja, mehr als schön. Und mein Akku geht hier langsam zur Neige. Hey, du hast eine Marke gesammelt. Deine Sammlung ist gewachsen. Das werden wir jetzt machen, Bobby. Eieiei. Also man hat halt wirklich gesehen, diese eine Ecke da von der Wippe, die ist echt dafür gemacht, dass halt die Marken da hängen bleiben. So hätte man alle locker runter bewegen können, aber ja. So, auf jeden Fall die ganzen Marken wir auch schon wieder komplett dann. Ja, freut mich. Ich hoffe halt nur nicht, dass mein Akku gleich hier ausgeht, also meine Digicam. Weil ich möchte halt gerne noch die Sammlung zeigen. Falls es hier abrupt abbricht, dann wisst ihr zumindest warum. Oh Mann, ja, ich freue mich. Gutes Update und gut die Marken geholt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei dem einen Kran mit dem Macho Pixel Bobby war das schon so ein bisschen Glück, muss ich dazu sagen, weil der Kran halt gut nach unten gegangen ist danach. Der hätte ja auch einfach stehen bleiben können. Aber ja, Glück darf man auch mal haben. Ich hatte ja auch Pech in letzter Zeit, von daher, da haben wir ihn, den kompletten. Sehr schön. Und gleich daneben haben wir hier dann auch noch das mit den Pizza singen und fliegen und fahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier dann jetzt ja Set Nummer
77 und 78 komplett. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als, ja, ich hoffe, euch hat der Part wieder gefallen, auch wenn er ziemlich lang wurde diesmal. Dann, ja, dann bedanke ich mich auch wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.